Mit einem kleinen KW-Schildchen, das ganz innen sitzt, in der Brust zieht, aufdreht, wenn die Falkgeschichte ja un. Ich erzähle nicht etwas. Von der Zeit, wo Truin, Mattener Kirsch, da ein schön Schloss war. An der Dranner Leute geliebt hat. Und dann wird mit ihrer kleinen Geschichte weiter. Der Pierre Ernest war der Schlossherr. Er hat mit seiner Frau, dann an ihre Kanne, halt gewohnt. Es hat ihnen gar nicht gefehlt. Leute aus dem Dorf, Brot, Fleisch, Obst, Asche, Kleider, mit dem Schlossbursche. Die sind heute zu verkaufen. So gut Musikanten sie kommen. Und haben die Leute zum Tanzen und zum Lachen gebracht. Ich bin als Bäumist, wenn ich mich denke, dass ganz, ganz froh ist, heute Abend hier zu begeistern, ob die Initiative hin von unserer Alterskommission, der Chancengleichheitskommission, bitte mal mir als heute Abend dem Sujet von der Männergesundheit. Männergesundheit als wichtiges Sujet, für einen, als für den Ehe vielleicht echt etwas Individuelles, wenn man über Gesundheit schwätzt, als aber auch, wenn es Unterschiede gibt zwischen Geschlechtern, geht es doch zu einer froh, wo die Kollektivität sich muss dafür interessieren, für auch für und allem auch bei den Männern zu gucken, dass sie sich um die Gesundheit kümmern, weil wir wissen nicht alle Guten. Und ich meine, ich kann das doch selber als Mann sagen, wir Männer kümmern uns nicht genug um die Gesundheit, das ist ganz oft noch immer ein Tabuthema. Die Faust meistens darüber, dass man an unserer Erziehung, an unserer Kantheit, bedingt durch kulturell, an erzieherisch, ja, historische Prinzipien, falsch Glaubenssätze an den Kopf gesagt kriegen, wir kennen es alle gut. Der Mann hat stark zu sein, der Mann hat nicht zu kreischen. Und der Mann hat dafür nie eine Schwäche am Leben zu weisen. Das geht so an als Kebran zementiert, dass er nur am Leben, wenn wir wirklich wohl ein Kind als Männer mit Problemen konfrontiert sind, mit die ganz oft raufspielen, als nicht denen stellen. Und dabei schwätze ich nicht nehmen, von körperlichen Schwierigkeiten, die man kann haben, aber auch mentale Schwierigkeiten. Wir alle Guten schwätzen als Mann nicht gerne über
Erektionsschwierigkeiten, Prostatakrebs, Inkontinenz, Stress, den wir nicht mehr gewaltig kriegen, aber unsere Arbeit, Depressionen, die wir dann hier gehen, als wir oft probieren, wir das mit uns selber auszumachen, ja, und geht uns so schief. Wir wissen aber alle gut, dass da auch eine ganze Reihe Situationen am Leben gehen, durch die falschen Glaubenssätze, die an uns Kabarant zementiert sind, wo Männer nicht frei genug reagieren, nicht frei genug sich helfen, sicher gehen, und dann, wenn sie es gesucht kriegen, es einfach schon zu spät ist. Und dafür ist es umso mehr wichtig, dass wir uns dem Sujet unhüllen und dass wir enttabuisieren. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Table Ronde zum Thema Männergesundheit. Ich bin Daniela Bartolomeo, schon über 10 Jahre am Gesundheitssektor geschafft. Ich bin noch immer am Gesundheitssektor aktiv. Und schon ein ganz paar die Sensibilisierungskampagnen, Präventionskampagnen organisiert, dafür ist das heute ein Sujet, dem ich ganz neu sehe. Ich begrüße da ganz herzlich heute direkt neben mir den Dr. Alex Biesdorf. Dr. Alex Biesdorf als Neurolog und als Präsident vom Conseil Scientifique. Herzlich willkommen, Alex. Dann neben drun vom LNS begrüße ich Professor Dr. Barbara Klink. Sie ist Expert für Humangenetik. Wir werden tun und auch noch kurz erklären, was Genetik ist. Und sie wird mehr darauf angehen, was die irrflüssigen Veranlagungen können durchstellen, aber wen man da kann umgehen. Ich begrüße den Dr. Alex Malcher, den vielleicht den einen oder anderen von euch kennt. Jenas hei am hieß Geriatrie. Wir werden online darauf angehen, was Geriatrie genau ist. Neben drun, herzlich willkommen Ralf Kass. Der Ralf Kass ist hei vom Ministerium der Legalität des Chancen, Jenas Conseiller. Er setzt sich gegen Stereotypen an. Ganz interessant heute. Und neben drun, Kollegen von Infomann, die psychosoziale Support für Männer anbieten. Ganz große Merci, dass dort dir den Abend dabei seid. Dem hat ein ganz wichtiges Arbeit. Und ich meine, wir können den Abend ein bisschen mehr darüber erzählen. Herr Bäumeister, die Damen und Herren, aus dem Schaffen an Gemengerot. Leif Leute alle gut, Leif Kanner. Ich bin als Präsident von der Entente herzlich froh, ich hier begrüßen zu können, ob der diesjährige Plansaktion, die wir am Kader vom nationalen Tag vom Baum da machen. Ich habe ein bisschen nur geguckt an unseren Archiven. Also, wir machen das hier in der Gemeinde schon mehr wie 30 Jahre. Ich will aber nicht vergessen, die Gemeinde Service, alle guten, sie hat die PR, die Service Ecologique, sie hat die Regie, so wie auch die Administration. Vielmals merci zu suchen für die formidable Zusammenarbeit, die wir natürlich auch über die 30 Jahre schon gemacht haben. Ich vertrete erst zum Chef an der Gemeinderat, Leif Leute alle guten, Leif Kanner. Zu stehen vor, dass es, wie Guido gesagt hat, schon eine lange Tradition für zusammen mit der Entente von den lokalen Vereinen im Dach von BAM. Eben für alle Geburtsjahrgang die Kanner ein Problem zu setzen. In der Schäden machen wir uns vielleicht bei der Organisation von anderen Gemengen, dass wir das Plansaktion schon ein paar Jahre, ja, nicht am Jahr von der Geburt machen, mehr am Fungal 3-4 Jahre mehr spät. Für das am Fungal die kleinen Kanner können zusammen mit ihrer Schöp Deal können holen und dem ganzen Projekt an den Baum, an den Boden bringen. Als Platz für das Plansaktion kommen wir uns dieses Jahr bewusst darum, für das Zeit von Mirador heute zu Stengefurt entschieden. Ein historischer Platz, der sich am Lauf von unserem letzten Jahrhundert oft verändert wird. Sind hier früher Kohle und Eisenerz über die Schiene gefördert gehen, so ist das Zeit heute über die Grenze von der Gemeinde bekannt für die Aktivitäten vom Centre Nature et Forêt von Mirador. Und wir gucken uns auch unseren Fürsten, den heute mit dabei ist. Darüber hinaus ist diese Zeit aber auch für viele Leute an der Gemeinde ein Begegnungsplatz. Meist gesagt, ich schon frei, Leute hier mit oder ohne Mupp hier und da mit einem Trippeltür aufhängen. Andere machen hier ihren Sport, aber später morgen beginnt ihnen dann vielleicht die eine oder andere Schulklasse und weh an den Busch. Am Mitte sind dann als Leute aus der Maison de Soins, die gerne mit ihrer Familie hier durchspazieren und sich mal auf die Bank sitzen. Gegen den Abend treffen sich dann noch einmal die eine oder andere Gruppe von Junker auf der Skatepiste, um am Skateboard zu fahren. Das ist also ein Platz für jeder, und heute mit dieser Plansaktion
gibt es eben noch einen Platz für Kanner, die 2019 geboren sind, und noch für sie einen besonderen Platz. Die Damen und Herren, Pflanzen von einem Baum hat für die Menschen jetzt jeher eine wichtige Symbolik. Die jungen Bäume, die wir heute mit ihren kleinen Wurzeln an den Boden setzen, sind genau wie ein Leif Kanner nach der Hölle gewiesen. Bei diesen Kanner sind wir als Eltern, die viel Zeit auf ihren allem Leif schenken, für dass sie können zu einer großen Frau oder Mann wissen. Die kleinen Bäume für ihren Teil brauchen heute die Hölle von uns allen Guten, von den Großen an den Kleinen, die schöpfen, für dass ihre Wurzeln mit Boden bedeckt gehen und dass sie nur dem, dass sie gut viel Wasser kriegt haben, denn diese Idee stirbt natürlich ein Problem sind, auch können gut aufwissen. Und du noch, mit der Zeit, an dem der Baum vielleicht auch von den Mengen oder anderen von euch beim Landströppeln mal längere Leift Wurz gekriegt wird, werden das Baum zu großen Baum aufwissen. Und so wie das Baum bis bald an den Himmel wissen, wünsche ich euch Leif Kanner, dass ihr mit einem offenen Geist, ohne zu viel Grenzen und mit euren Ideen könnt aufwissen, an die Welt, an der wir leben, zu einer besseren Welt werden. Und wir sind conscients que la lutte contre le changement climatique ne se limite pas à notre commune. Nous devons également regarder au-delà de nos frontières, car la crise climatique est un problème global, mondial. C'est pourquoi, en tant que collège communal, nous avons pris la décision de faire un don supplémentaire de 40 euros par enfant à l'association Action Solidarité Tiers-Monde. Cette association fait un travail remarquable en soutenant des projets essentiels dans des régions du monde particulièrement vulnérables. Ainsi, en plantant ces arbres aujourd'hui, nous semons les graines de l'espoir pour un avenir meilleur, aussi bien pour nos propres enfants que pour ceux du monde entier. En unissant nos efforts en faveur de la durabilité, nous pouvons bâtir un avenir plus radieux pour les générations futures. Mein Name ist Birgit Engel von der ASTM. Und ich freue mich heute schon, Rimhai zu Stengefurt zu sehen. Also ich war die letzte paar Jahre auch hier. Wie das den, ja, das den Engagement, von dem der Boje Mischtello gerade geschwart hat, nicht just heute angefangen hat, zusammen mit der ASCM, mir das geht schon ein paar Jahre. Den Lohinnerstützke, den nennt sich Le Salut. Und es geht doch für in allem ja, um biologische Landwirtschaft für den Bauern, für die vielen Familien, die aufgrund von Bevölkerungsdruck, von einer Bevölkerung, die immer mehr, ja, die immer mehr groß geht, anfangen, für ihnen trotzdem ein Alternativ zu gehen, an nicht über eine Migration müssen nachzudenken. Vielmals merci und ich alle Guten, die ihr dazu beitragt, für und allem und kann allein dadurch, dass ihr da seht, was natürlich ein ganz Reif von verschiedenen Gründen auch im Matze springt, trägt ihr aber auch dazu bei, dass das Projekt auch kann weitergeführt gehen und dafür so ein Nom von unserer Partnerorganisation eine ganz dicke Merci. Ich will aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, aber kleinen Detail noch aufmerksam zu machen. Wir feiern am Anfang heute den Nationalen Tag vom Baum. Der Nationale Baum von diesem Jahr ist Birk. Mir genauso gut ein Moorbirke. Und die Moorbirke, die hat die ziemlich dieselbe Eigenschaften wie ein Normalbirke. Das sind dann mehr auf dem Nasen, ein richtig fiester Standort da steht. Heute zusammengekommen für euch, Herr Bäuermeister, die Austreten sowie auch die neu gewählten Vertreter am Schaffen am Gemeinderat zu ehren. Das Wahlresultat vom 11. Juni war klar, aber wie immer bei Wahlen wurde denen engen vielleicht Verdruss an denen anderen Satisfaktion bricht. Die Arithmetik litt nicht, sodass am Respekt vom Wähler singen wollen eine neue Konstellation vom Schaffen am Gemeinderat zustande gekommen ist. Auch die Proportionalität von den gewählten Damen an denen zwei Gremien als vom Wähler bestimmt gehen, fand auch vielleicht nicht zufällig.
Ein guter Drittel von den Mandatären sind neu gewählte Mitglieder, was darauf schließen lässt, dass das Interesse für sich politisch zu engagieren, zumindest Teil der Gemeinde noch nicht verloren ist. Politik ist kein Selbstzweck, mehr verantwortliches Engagement an unserer Gesellschaft, wo ein allsinger Mitbürger, egal welcher Religion, Hautfarbe, Nationalität und Meinung soll dingen. Wir bleiben noch erst Mitglieder aus dem neuen Schaffener der Gemeinderat all Gutes zu wünschen an der Ausführung von ihrer Funktion, das mit dem bestmöglichen gegenseitigen Respekt an dem Vertrauen vom Wähler und Jesch gut und gerecht mit Geschick zum Wohl von uns all an unserer Gemeinde zu schaffen. Als Bäuermeister für zusammen mit dir einen ganz besonderen Moment zu feiern. Die feierliche Ovation von unserem neuen Gemeinderat. Dieser Moment symbolisiert für mich einen neuen Anfang, eine frische Perspektive an die fortwährende Entwicklung von der Gemeinde Stengefurt. Mit unseren Entscheidungen legen wir den Grundstein für das Zusammenleben und die Zukunft von den nächsten Generationen an der Gemeinde Stengefurt. Dabei gilt bei den Entscheidungen, die wir treffen, stets den Interesse general über den Interesse von allen Einzelnen zu stellen. All die Entscheidungen, die wir in Zukunft für die Gemeinde Stengefurt zu holen haben, am Respekt vis-à-vis von dem anderen seiner Meinung am Gemeinderat holen. Trotzdem aber auch nicht zicken, als eigene Meinung zu hinterfragen, als weiterzubilden, für das wir als Amt handeln, immer mit Integrität und Impartialität zum Wohl von unserer Gemeinschaft ausrichten. Für mich persönlich also denke ich, dürfen das wunderbare Equipe als Bäuermeister 40 tun. Meine Aufgabe als Präsident vom Gemeinderat gesinne ich daran, mich selber ganz oft mit meiner eigenen Meinung zurückzuholen und auch auf die Equipe zu lauschen. Dafür zu sorgen, dass jeder ob Majorität oder Oppositionsvertreter sein Urleihen zur Sprache bringen kann, gegebenenfalls die nötigen Zwittungen erhalten. Für mich leitet der Schlüssel zu unserem Erfolg an den nächsten Jahren und der Zusammenarbeit. Ich appelliere dafür heute und alle Mitglieder vom Gemeinderat Hand an Hand zu schaffen. Es war an Aspirgen Beteiligung wichtig und dafür kann ich alle Einzelnen von euch nehmen, heute schon encouragieren, aktiv in unseren Bürgerbeteiligungs- und demokratischen Prozessen teilzuhören. Wir sind davon überzeugt, dass die besten Resultate nicht mehr erreicht können gehen, wenn wir bei allen Projekten auch weiterhin auf Transparenz an Openheit setzen, für das alle Entscheidungen am Interesse von der Allgemeinheit getroffen werden. Von denen vielen verschiedene Vereine, die ihr wesentlicher Bestandteil um soziale Leben von unserer Gemeinde haben. Sie sind nicht nur ein Platz für sportliche oder kulturelle Freizeitaktivitäten, sondern auch ein Katalysator für die Förderung von der Gemeinschaft und vom Zusammenleben. Als Vereine sind ein Spiegelbild von der Diversität und das stärkt an unserer Gemeinde. Durch ihre Aktivitäten an Engagement bringen sie die Leute zusammen. Wie meint das Schaffen oder Gemeinderat irgendeine Maßnahme an der Gemeinde umsetzt, sie wird von gesellschaftspolitischen Projekten oder von echten Infrastrukturprojekten, die kriegt das nicht hin, ohne Tölle von singen, Mordabstand. Dafür will ich auch heute besonders und Gemeindebeamten denken, die auch wichtige Faktor sind, an der Deklination von unserer Politik am Alltag und an der Umsetzung von diesen Projekten und als Enseignant an der Schule. Viele von unseren Projekten, Ambitionen, die wir am Gemeinderat diskutieren, die wir die Gesellschaft wollen noch viel bringen, kriegen wir nicht umgesetzt, weil wir nicht auf der anderen Seite auch Enseignant haben, die bereit sind, mitzuschaffen
amat zu wirken, für das wir auch bei den Kanner kommen, sie wird auf dem Niveau von der Schule oder sie wird auch im Niveau von der Kannerbetreuung in unserer Maison Relais. Die Damen und Herren, es ist die größte Herausforderung für die Gemeinde und Haus, für allem mit Blick auf unsere verehelten Infrastrukturen und unsere Gemeindefinanzen. Die Richtung von der Gemeinde ist aber nicht klar. Wir müssen am Interesse von den nächsten Generationen an der Entwicklung als den richtigen Entscheidungen stellen und die Gemeinde weiterentwickeln. Ich bin mir sicher, dass wir das alle Guten zusammen meistern werden und dafür bieten ich also, rufen uns mit Optimismus und Engagement nur vier zu gucken. Los, dass wir zusammen schaffen, für uns Gemeindezwänge Platz zu machen, wo jeder sich daheim fühlt, wo jeder die Möglichkeit hat, sich voll zu entfalten. Alles alle Guten, dass wir ein paar schöne Stunden heute heute Abend verbringen, selbstverständlich auch mal an der Sonntag, so wie auch dann den nächsten Weekend, dass wir den nächsten Succes haben, den es dann soll sein für die viel Arbeit, die heute gelegt ist. Und ich wünsche euch alle Guten, die Leute, schönen Feiertag, besonders Christtag. Und dass wir mal so noch einen guten Rutsch an neue Tür mit Louis, von ich geliebt, weil die gibt noch alle gute Gebrauch auf ihre Plätze, wo ihr gerade engagiert seid. Auch für mich ist es ein ganz, ganz großes Pleasure als Bürgermeister, ich alle guten herzlich willkommen zu heißen, aber also diesjährige Edition von Christmärde. Der Geruch von, ja, Glühwein, den kriegt den Louis und Louis von den Arena getrippelt, das bis bei der Bühne, und wir sehen, dass definitiv geht es Richtung Ende vom Jahr, als Steingefurt wird drin sein, Christmärde. Ein Christmärde, den eigentlich alle Jahre immer merke, ganz viele Leute dahin bringt, nicht nur von Steingefurt, mehr offene Nuppisch-Gemeinden rundherum, mehr auch über die Grenzen raus. Christ Martin, ja, es ist perfekt abstimmend, es ist perfekt abstimmend auf die besondere Zeit, dass Christ Martin alle Jahre immer merke, viel Energie kostet. Energie kostet ja auch für das Gemeindepersonal, die ganze Equipe haben, die das organisiert, die das schon quasi am Ende von diesem Christ Martin werden aufhängen, die nächste Edition haben zu planen. Und da geht natürlich immer die Wärmphase, das liegt sich zwischen September und Dezember leid, wo alles relativ konkret handelt. Wir da schlussendlich, um der für den Haut können zu sagen, herzlich willkommen vom Weißen Christmärkt. Is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas is coming, my dear. It's the only time of year the reindeer fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your family round,
or go out and paint the town. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire and we'll toast the night away, because Christmas is coming our way. Oh, the shark bay, as such ding, and he shows them pretty white. Just a jackknife is a make he pay, and he keeps it.